So Leute, endlich mal wieder eine Erfolgsmail, dürft ihr mir auch gerne schicken, freut mich immer sehr drüber, oft wird das ja nicht mehr gemacht, weil man einfach nur noch happy ist, aber genau, und ist in meinen YouTube-Kommentaren drin, lese ich mal vor, und ich habe über 2 Jahre intensiv die Kurse gemacht, zu finden auf liebische.de. Wirklich jede Übung in die Tiefe und mit Ehrlichkeit zu sich selbst. Auch wenn es weh tut und man sich selbst viele Fehler eingestehen muss. Ich habe die Videos von Christian gesuchtet, alles Wichtige aufgeschrieben. Habe dann nach über 2 Jahren intensiver Arbeit meinen jetzigen Ehemann kennengelernt. Stabiler Charakter, bindungsfähig, gutes Herz, gleiche Interessen und Chemie haben wir auch. Gute fucking Arbeit. Und was ich immer sage, das wird einem nicht geschenkt. Also man muss es, darf es nicht einfach konsumieren, sondern klar, also ich freue mich, wenn ihr die Videos guckt, aber wenn man da wirklich an sich arbeiten will, muss man wirklich in die Tiefe gehen, Kurse mit dazu nehmen, empfehle ich, und wirklich an sich arbeiten, wirklich wie so ein Studium, so ein kleines. Die falschen Männer habe ich rigoros aussortiert, immer wieder, next, 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 bei der kleinsten Irritation. So wird's gemacht. Jedes Mal, wenn ich trotz kleinerer Irritation ein zweites Date hatte, hat die Irritation sich nur noch mehr verstärkt. Aber wenn man gut in der Selbstliebe steht, macht das Alleinsein ja nichts aus, denn auch ohne Partner hatte ich eine zufriedenstellende Lebensbilanz und Zukunftsperspektive. Munter weiter daten, aber das Daten nicht zu wichtig nehmen. Das war die Devise. Und irgendwann stand einer vor mir, bei dem es nicht die kleinste Irritation gab. Alles lief sicher und verlässlich und trotzdem irgendwie aufregend neu und mit Schmetterlingen. Siehst du, es kann auch schön sein, wenn jemand tatsächlich das will, was man auch will. Er hat mein Leben schöner gemacht und tut es immer jeden Tag. Ich habe durch die Kurse gelernt, dass ich mir mein Leben nie wieder von einem Mann schwierig machen lassen muss. Ich habe die Entscheidung darüber, wen ich in mein Leben lasse, und lasse nur noch Menschen rein, die mir gut tun. Also Kurse machen und glücklich sein, innere Stabilität finden. Dann wird es ein gutes Leben. Mit etwas Glück läuft man den Lebensweg sogar mit einem Partner weiter. Boah, ich freue mich so. Vielen Dank und wir sehen uns bald wieder.